Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. »47? Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer.« »Sie müssen nichts erklären.« »In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? »47, bitte kommen!« »Ich soll Sie töten. Warum haben Sie das getan?« »47? Was ist los mit dem Ding?« »Wir alle haben unsere Grenzen, selbst Sie, 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein. Ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen.
Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte, sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es? Ich verspreche es. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich habe... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade? Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu. Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz.
Außerdem hat er so ein Angeber-Auto aus Europa an einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Eine kleine Spende für den alten Sack. Ey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch! Ven acá, mami. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Die soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Warten. Worauf? Noch haben Sie eine Chance. Ich würde gerne ein Team schicken, aber für diesen... 47. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie darf nicht werden, wie Sie. An ihrem Mädchen. Meine Güte! Kannst du nicht mal anklopfen? Gut gemacht, Sanchez. Ja. Yeah. Wer ist das? Ein Cop? Ein Privatschnüffler oder so? Verdammte Scheiße. Was soll der Mist? Das ist kein Privatschnüffler. Das ist ein verdammter Geist, ein Mythos, ein beschissener Hitman. Hitman? So eine Scheiße. Wovon sprichst du denn überhaupt? Das verändert jetzt alles. Das verändert alles. Und was machen wir jetzt mit ihm? Klopf, 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 Housekeeping. Mist. Hallo. Was machst du jetzt? Ich improvisiere. Buenos dias, Pepita. Hallo. Ja, wir haben ein Problem. Kommen Sie rein und machen es sauber. Ja, das wäre toll. Gibt's gleich? Ja, kommen Sie nur rein, Schätzchen.
Oh mein Gott, der ist echt da nicht! Du bist total abartig! Na, wenn das kein sauberer Schnitt war. Wissen Sie, nichts wäre mir im Moment lieber, als Sie gleich hier umzulegen. Muss ich der Mörder des großen Hitman sein? Nein, diese Art von Aufmerksamkeit brauche ich nicht. Also, hören Sie zu. Glauben Sie mir, Sie haben etwas ganz Schlimmes getan. Aber jetzt wird man nicht mehr nach einem Killer suchen, habe ich recht? Killer? Ich sag's Ihnen, eigentlich kenne ich sowas nicht. Aber heute ist ein besonderer Tag. Besaufen wir uns! Hier, trink einen Schluck. Danke. Nein. Andererseits... ist das schlecht für die Leber. Plätscher, plätscher. Würdest du das bitte lassen? Das ist ein idiotischer Plan. Komm schon, Schätzchen. Machen wir uns lieber aus dem Staub. Adios. Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub. Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauch dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, gib dem Mann mal Feuer. Komm
Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt's Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Bristol Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Koppel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu ihm. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückter als eine Kanalratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich ruf Sie wieder an. Birdie, ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig. Oh Mist, die sind hier. Drei von Wades Jungs. Sie reden mit den Leuten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden. Sie müssen mich hier rausholen. Bitte, in ihrem eigenen Interesse. Birdie, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Machen Sie nichts Dummes. Ich werde das regeln. Ist du schuldest mir einen Kaffee, Arschloch! Er ist mit diesem Cowboy weg. Ganz übler Zeitgenosse. Wollten in die Innenstadt, glaube ich. Zu spät, 47. Ich muss tun, was zu tun ist. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft. So leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können.
Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz im Haus? Im Keller, würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, natürlich. Oh Gott, möge uns beistehen. Oh. Komm. Danke. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Wer sind Sie? Komm schon, was ist los mit dir? Ich mag es, wenn du dich wehrst. Mach schon, wehr dich, Baby, wehr dich! Hey, wait! Ich bin jetzt aber auch mal dran! Papas Hosenpisser. Oh Mann, du wedelst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzchen. Halt mal, Wade! Wow! Hältst dich für einen harten Kerl? Hm? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Nein, komm schon! Lass mich! Okay, ich zeig's dir! Halt's Maul, Schlampe! Schließ dich am Hinterteil auf! Okay, alle zusammen! Macht Platz für Schlappschwanz Lenny! Komm schon! Weißt du was, Wayne? Jetzt zieh dich! Oh mein Gott! Ich hab Blut an den Händen, Wayne! Na, seht ihr das? Die ist geplatzt wie eine Wassermelone! Lenny! Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. Hör auf zu zappeln, du Schlampe! Yo, wait! Wer ist jetzt der Schlappschwanz, du Arschloch? Wenn du mich verarschst, mach ich dich fertig! Ich hoffe, du verreckst und das schön lange dauert, du blöder Wichser! Du mit der Glatze! Rühr dich nicht vom Fleck, sonst hast du deinem Hirn bald eine Kugel! Ja, glaub mir, Wade, das kommt davon, wenn man sich mit Lenny anlegt. Mach das ja nie wieder! Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Sie.
Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst die Sigmund freut sich. Sieh, Melina. Ja, ja, du bist so schön. Na, der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Paar. Birdie, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Land. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte so eine Agency-Schlampe. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja! Lass ihn los. Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden Sie, wenn Sie sie verarschen. Aber wenn ich Ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen Sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Du denkst wohl, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Beim Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie. Thank you.
Sir, das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was? Ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch anzwitschern. Sie diesem Birdie, was er will. Finden Sie 47, egal wie. Das sind meine. Nur wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Die Onkel hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was Sie können. Hazy Cowboy, dann wollen Sie gegen mich antreten? Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Sieht's aus, Doc. Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jedermann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jade an und sag ihr, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Oh. Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja. Gott verdammt! Ist gut, ich komme! Bin gleich da!
Wo ist Victoria? Das tötet mich, wenn ich verrate. Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte. Wir wollten sie doch wieder freilassen. Wir wollten sie tun, Mann. Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, dass sie mein Schatz ist. Und wo kann ich den finden? Eine Fabrik am Stadtrand. Frag sie mich einfach durch. Da findet er immer nach, okay? Gut. Du kannst aufhören. Das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los. Gibt keinen Grund. Oh Mann, ich habe Ihnen gegeben, was Sie wollten. Mr. Travis, ich hoffe, das ist ein verdammter Notfall. Sie wissen, das ist mein Ich fühle mich sehr geehrt. Gott segne Sie. So, es geht los, Mädels. Der war einmal. Man darf ja nicht jeden Tag eine Legende töten. Sie betreten nun die Dexter Industries Forschungseinrichtung, in der die klügsten Köpfe aus Industrie und Forschung das Unmögliche möglich machen. Dexter Industries. Lassen Sie sich verzaubern. Das Minenfeld jetzt bitte verlassen. Testsubjekte werden freigelassen in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Thank you.
sagen, wir haben hier jede Menge zahlende Kundschaft. Ich beschütze nur Ihre Investition. Keine Sorge, Sheriff Skurky hat sie in seiner Zelle im Keller. Ohne seine Erlaubnis kommt da niemand rein oder raus. Ich hole sie sofort nach dem Kampf wieder ab. Alles klar, ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Aloha und willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh, ich gehe vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben. Geht es auch weniger? Festlich. Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir. Geh mit Gott, verdammter Wichser! Saint, Statusbericht! Saint, hören Sie mich! Statusbericht! Mission gescheitert. 47. Travis. Ich habe Ihnen vertraut! Sie hatten eine Mission und haben die Agency verraten! Sie haben mich gedemütigt! Oh ja. Oh ja. Also haben Sie gesehen, wie er nach dem Sturz wieder weggegangen ist? Oh ja, wie ein verdammter sprechender Engelmann! Können Sie ihn beschreiben? Jetzt raus hier! Verschwendet meine Zeit! Zwanzig Leute, aber nicht eine Beschreibung, abgesehen von einer Glatze und einem Tattoo hinten am Nacken. Denken Sie, es ist dieser Hitman? Und wenn es die Zahnfee war, ich krieg ihn. Detective! Das wurde ihr abgegeben. Kit hat gesagt, für den Verantwortlichen im Fall Hitman.
nächste Fall ist Dexter Industries gegen Kevin Zimmerman. Hausfriedensbruch. Wo ist der Gefangene, Sheriff? Euer Ehren, der Gefangene hatte einen Unfall heute Morgen in seiner Zelle und er wird ins Krankenhaus gebracht. Verstehe. Denken Sie, er schafft's? Sieht nicht gut aus. Das war ein schlimmer Sturz. Klage abgewiesen. Schön, dann sollte ich mal zurückfahren und mich um die Knackis kümmern. Wiedersehen, Euer Ehren. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Gott, ich hätte keine Ahnung von irgendwas. Oh. Ja, so ist es gut. Oh, ho, ho, so schnell kann's gehen. Aber zur Sicherheit kriegst du noch einen kleinen Schocker. Hallo, Dexter. Ja, kein Problem, nur so ein Glatzkopf. Ihm gesagt, ich bin Profi. Ja, er schläft wie ein Baby. Guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Wurde aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Ha? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Okay. Du spielst dir den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kätzchen. Mr. Dexter! Halt's Maul! Fuck! Was ist das für ein beschissener Ort hier, Clive? Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Das gehört Mrs. Cooper. Danke, Wichser! Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie. Sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein. Also. Ja, dann waren es nur noch zwei. Wir nehmen Ihre Stadt ein. Sagen Sie, wer sind Sie? Das ist meine Scheißstadt. Zeigt Ihnen, was wir meinen. Oh, nicht schießen. Ich bin der Sheriff. Ja. Gott, so ein Idiot. Alpha Team, Mission fortsetzen. Finden Sie 47. Ein Schisser, Sheriff Skarki! Ich erschieße diesen kleinen Wichser!
Bitte, ich kann doch nicht in einer Kirche sterben. Letzte Chance. Wo ist Victoria? Oh, verpiss dich einfach! Blackwater Park! Blackwater Park! Tom, ich brauche einen neuen Anzug. Oh, Mr. 47. Das freut mich wirklich sehr. Oh. Ja, ja, das denke ich auch. Das kriegen wir schon hin. Kommen Sie bitte. Hier geht's lang. Folgen Sie mir in mein Ankleidezimmer. Eine klare Verbesserung gegenüber Ihrem eigenen Anzug. Okay, Arschloch, wo ist Victoria? Oh, Layla. Sehen Sie? Die Kleine lebt noch. Und wenn das so bleiben soll, will ich 10 Millionen sofort, wie vereinbart. Tja, was das Geld angeht, das werde ich nicht allein entscheiden können. Wie? Sie können was nicht? Ich glaube, Sie verarschen mich. Nein, nein, nein. So funktioniert das nicht, Partner. Sie müssen umgehend jemanden finden, der das entscheidet, oder die Sache ist gelaufen. Ich zähle bis drei. Ich muss drei. Mit meinem Vorgesetzten. Verdammte Scheiße! Sie blödes Arschloch, was haben Sie getan? Sie sind eine Bestie. Oh, hab ich Sie verarscht? Tut mir leid. Mister. Okay, es reicht. Ich will jetzt die 10 Millionen. Wenn Sie mich linken, werden 10 Millionen mehr. Sie können sich's überlegen. Okay, Sie Scheißkerl. Sie haben gewonnen. Heiß bist du, Schätzchen. Na, besorgt es dir gut? Wichser. Du hast ja keine Ahnung. Hey, verdammt! Wo ist Victoria? Ich werde sie irgendwann anrufen und sagen, wo sie sie finden kann. Komm jetzt, Schatz. Mich macht Geld geil. Sie geben diesem Psychopathen einfach so unser Geld? Naja, er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Niemand entkommt der Agency.
Mr. Dexter, er hat die Kamera am Lift deaktiviert. Kommt zu uns. Jawohl! Es heißt zwar, Reichtum kann eine Bürde sein, aber ich bin bereit, sie auf mich zu nehmen. Heilige Scheiße! Ja. Da ist so unheimlich viel Kohle in diesem Koffer drin. Und die gehört uns? Nein, die gehört mir! Hier, kauft den Lippenstift. Verdammt, ist das viel Geld! Ja. Was? Mist! Verarschst du mich etwa? Wieso wurde der Kerl noch nicht umgelenkt? Verdammt nochmal! Der Typ muss sterben, und zwar jetzt! Leg ihn um! Hast du das endlich kapiert? Kriegt ihr das hin? Nein, natürlich nicht, weil ihr verdammte Schlappschwänze seid! Ich kann doch nicht immer alles selber machen! Ganz ruhig, Baby. Das geht mir so auf den Sack! Alles gut, Baby. Nein, das ist es nicht. Der Oberwichser will unbedingt meinen Arsch! Herrgott nochmal! Leila hat etwas, das wirkt bei jedem Mann. Ja, davon bin ich überzeugt. Du machst das schon. Komm, Engelchen, gehen wir. Ich vertraue dir. Alles klar. Bin ich blöd. Blöd, blöd, blöd. Es ist nicht Nummer 55 im 22. Stock, sondern Nummer 22, nee, Nummer 25, Nummer 55 im zweiten Stock. Oh, nee. Was ist los mit mir, hä? Ist das eine Leseschwäche? Oh, Mann. Oder bin ich einfach nur blöd? Vermutlich bin ich einfach nur blöd, das sagt nämlich meine Mom immer. Denken Sie, ich sollte mich testen lassen? Ich weiß nicht, geht das eigentlich? Hey, Mann, Sie haben ja eine Knarre! Oh, wie cool ist das denn? Leila, schwing deinen Arsch her! Wir gehen! Und du, rein mit dir in den Helikopter! Ich werde dich Atom für Atom zerlegen! Und züchten wie ein Preisbullen. Und schau doch nicht so, Mädchen. Immerhin kommst du aus dem Reagenzglas. Mein Labor. Ach, zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Aussieht, was du den ganzen Ärger wert. Los, schafft's in den Helikopter! Es ist vorbei. Lieber 47,
Wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Nicht. Sie sind so ein verblödeter Wichser. Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie Sie. Es wäre einfach nur perfekt. Sagen Sie es mir. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Diana, tu, was du tun musst.